Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Nathalie und heute ich möchte mit euch ein inspiriertes Augen-Make-up-Look kreieren mit meiner neuen Lidschattenpalette von Alicia Marie 1991 in Kooperation mit BH Cosmetic. Diese Lidschattenpalette habe ich vor kurzem im Tauschpaket von liebe Claudia aus dem Kanal Claudias Welt bekommen und ich habe von euch so viele Nachfragen zum ein inspiriertes Augen-Make-up-Look bekommen zu dieser Palette. Die ist wirklich wunderschön, besteht aus zwei Reihen, insgesamt 14 Lidschatten. Erste oberste Reihe, das sind matte Lidschatten und unteren sind Duochrom. Also, wenn ich heute 10 Augen habe, ich wollte heute 10 verschiedene Augen-Make-up-Look kreieren, aber ich wollte doch etwas für euch besonderes gut für Herbst passende machen und etwas, was ihr könnten gerne ja, vielleicht im Alltags auch tragen. Heute, wir fahren mit meinem Mann zu Ikea, deswegen nach diesem Video, ich würde mit diesem Make-up weiter zum Ikea fahren. Okay, heute ich habe mich entschieden für diese wunderschöne Alltagsfarbe mit Grün Touch. Aber ihr seht, je nachdem ich bewege meine Finger, Farbe würde sich ändern. Und Duochrom Farbe, ich finde perfekt für eine Smoky Eye. Damit ist wirklich eine Smoky sehr leicht zu kreieren. Ich habe jetzt gerade Concealer aufgetragen als eine Basis unter Lidschatten, aber Pigmentierung, Farbabgabe von dieser Lidschatten, also Qualität ist so gut. Das kann sein, dass man könnte ohne auch Basis sehr gut klarkommen. Also nochmal mit Beauty Blender, ich verteile das ganz gut. Diese wunderschöne Farbe heißt Ritual. Ich würde mit dem flachen Pinsel jetzt auf dem ganzen beweglichen Lid auftragen. Und das ist was Gutes bei Duochrom. Man könnte wirklich das auf dem ganzen beweglichen Lid auftragen und durch, wie gesagt, diese Bewegungen, man bekommt richtige Make-up, weil in die Mitte es wird mehr hell und an die Seiten es wurde mehr dunkel. Normalerweise das machen wir in Kombination mit ein paar verschiedenen Farben. Wenn wir wollen, unsere Außenwinkel ein bisschen mehr dunkel machen, so jetzt mit diesen Lidschatten, wir brauchen das nicht. Und deswegen, ich hoffe, das wird für euch ein sehr einfaches, sehr schnelles Smoky Eye. Ich finde, diese Palette ist das beste Lösung für die Leute, die haben keine Zeit, für sich lang zu schminken oder sie haben nicht so viel Ideen oder sind nicht so erfahren. Also für Anfänger, diese Palette ist einfach nur Bingo. Ich komme zu euch ein bisschen näher und ihr könnt sehen, also in die Mitte, es sieht mehr grün aus, an die Seiten, an die Kante, es sieht mehr braun aus. Es ist genau das, was ich euch ganze Zeit versuche erzählen. Das ist perfekt. Das ist das Gefühl, ob man hat schon zwei verschiedene Farben aufgetragen. Ich habe Schlupflider, das erzähle ich in jedes Video und ja, man sieht das natürlich. Und deswegen, wenn ich eine Lidschatten auftrage, für mich ist ganz wichtig, dass ich immer gerade schaue und trage ich bis zu meinen Augenknochen. Man merkt das mit dem Pinsel, wenn man geht rein. Man merkt, dass man unter Augen bis zum Augenknochen Lidschatten aufgetragen hat. Ihr könnt jetzt sehen, wenn ich jetzt gerade auf euch schaue, dann man sieht meine Make-up. Schlupflider natürlich decken sie ein bisschen schwer sind und sie decken meine bewegliche Lid, aber durch dass ich ein bisschen höher Lidschatten aufgetragen habe, man sieht meine Augen-Make-up-Look. Entschuldigung bitte, wenn ich mich sehr oft wiederhole, wenn ich mich schminke, das gleiche zum Beispiel, gebe Tipps für euch, aber letzte Zeit auf meinem Kanal sehr viel neue Zuschauer eingekommen. Und ja, deswegen ich wiederhole einige Sachen wieder. Ganz wichtig, dass eure Lidschatten rutscht nicht unten als eure Augenwimpelkranz. Also ich hoffe, dass ich habe richtig gesagt, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Seht ihr, dass dieser Lidschatten ist nicht runtergerutscht. Wenn es passiert, am besten das macht ihr weg, weil genau das macht unsere Schlupflider noch schwer. Jetzt Pinsel zum Verblenden. Es ist ein bisschen fluffiger Pinsel, aber trotzdem, ihr seht, hier wurde zusammengedruckt. Solche Pinsel sind sehr gut, um zu verblenden. Das ist MAC 217. Und ich nehme diese Farbe, die heißt Soft Spot. Also es ist hier. Ich gehe hier jetzt an die Grenze und verblende obere Grenze von Duochrom Lidschatten. Das ist jetzt Unterschied, ihr könnt ihn sehen.
Hier habe ich schon verblendet, hier habe ich noch nicht verblendet. Ehrlich gesagt, mir gefällt beide Seiten. Aber wir machen trotzdem einen softer Übergang, weil Smoky kommt vom Wort Smog, nicht umsonst. Das bedeutet, es wird alles sehr gut verblenden. Zwischendurch, ich mache meine alle Pinsel ein bisschen sauber auf diesem Schwamm. Dieser Schwamm kann man früh bei Drogerie kaufen, heutzutage nur bei Amazon habe ich gesehen. Wenn ihr keine Zeit habt und keine Lust, da lange sitzen und euch zu schminken, ich würde euch empfehlen, das gleiche grüne Farbe unten auf unsere Augen, wie heißt das, untere Augenkranz, Wimpelkranz heißt das, ja, auftragen mit einem erstmal vielleicht schmalen Pinsel oder ihr könnt dazu ein bisschen etwas Buschiges benutzen, ja, zum Beispiel Buschiges, ach, Fluffiges, diese Pinsel. Also machen das gleiche, was wir haben jetzt oben gemacht, unten. Dann unter Augenbrauen Highlighter, Mascara und fertig. Aber ich wollte natürlich ein bisschen etwas Interessantes für euch machen, deswegen auf meine untere Wimpelkranz. Ich wurde mit einem erstmal sehr schmalen, wie einer Stiftpinsel. Ja, ich denke, dieses wunderschöne Farbe auftragen. Ja, und übrigens, diese Farbe heißt Alchemist, ich denke. Ich denke, mit Lidschatten funktioniert super gut. Ich sehe nicht, dass unter meinen Augen sehr viel runter wurde gefallen. Nächste Farbe im Matt Lovesick. Also, okay, diese Farbe. Fluffigen Pinsel Saiba 231. Wieder erstmal auf meine Hand und ich würde das unten ein bisschen verblenden. Jetzt, ich würde das alles sauber verblenden, unten mit meiner Lieblings-217, das ist MAC. Jetzt brauchen wir Highlighter, ich nehme das aus meiner Lieblingspalette von Essence, also das war limitierte Edition und ich mische zwei zusammen diese Farben und würde das unter meine Augenbrauen auftragen. Das gleiche Highlighter, aber jetzt mit sauber Pinsel, Stiftpinsel. Ehrlich gesagt, das war's. Ich mache jetzt hier sauber und würde Concealer auftragen. Ich nehme meinen Lieblingsconcealer von L'Oréal. Und mit Beauty Blender, ich würde das alles verblenden. Jetzt natürlich mit Puder, ich würde Concealer setzen. Und wir brauchen nachher eine kleine Korrektur, auf jeden Fall. Ich habe an einer Stelle Lidschatten weggemacht. Wieder Pinsel von Saiba 231 und gehe wieder in unsere grüne Farbe. Hier ein bisschen, ich wollte das alles rund machen. Und jetzt wieder mit Farbe Soft Spot, diese Farbe matt, mit dem Pinsel zu verblenden von MAC 217. Ich würde das alles jetzt wieder weich verblenden, auch unten. Jetzt das alles ohne Farbe ein bisschen noch mehr sauber verblende ich und das war's. Und ehrlich gesagt, ich habe gemerkt beim Farbe auftragen, die wirklich fällt nicht unten, nicht auf meine Augen, diese Partie. Deswegen, nächstes Mal, ich könnte erstmal Concealer auftragen, setzen und Augen-Make-up-Look machen. Also mit diesen Lidschatten, ich merke, man kann nichts versauen. Dann müssen wir nicht doppelt hier alles verblenden. Noch ein bisschen von dieser Farbe, durch das ich Concealer habe aufgetragen und dann alles wieder noch verblendet. Deswegen, ein bisschen wollte ich noch mehr ausdrücklich diese Farbe machen. Jetzt, ich würde benutzen meine Lieblingsmascara von Maybelline, The Falsies Lash Lift Mascara. Ich denke, bei diesem Make-up, die wird am besten passen. Die macht wirklich grandiose Wimpern. Okay, ehrlich gesagt, ich bin nicht so ganz zufrieden mit diesem Look, weil mir fehlt doch ein bisschen brauner Kajal für Wasserlinie. Von MAC im Coffee-Farbe. Für Smoky, ich finde, Kajal für Wasserlinie ist. Ja, meistens ist Must-Have. Schaut der Unterschied. Es sieht noch mehr tief, noch mehr schön aus, ja? Ich mache jetzt unten auf meine Wasserlinie und oben. Ich denke, das sieht viel, viel besser aus. Für die Lippen. Ich würde natürlich etwas Nudes nehmen und dafür ich nehme eine
Leine, nein, jetzt Lippleine von Essence. Soft Präzise Lippleine, das ist aus neuem Sortiment von Essence und das ist im Nummer. Okay, ich lasse für euch unter meinem Video im Infobox, okay, weil ich bin faul jetzt Brille anziehen. Mit dieser Farbe, ihr könnt dann eure Lippen groß machen und ja, Form korrigieren zum Beispiel. Und für dieses Preis, jedes Mal, wenn ich mich schminke, ich sage Essence, danke. Danke, dass du hast endlich perfekte Nude-Lip-Liner für meine alle Nude-Lippenstifte rausgebracht. Lippenstift von Maybelline. Ah, das ist auch eine wunderschöne Farbe. Passt perfekt. 177. Die Farbe sieht so aus. Das ist perfekte Nude-Farbe mit leichtem Glänzen. Glanz, genau, Glas, Glas, Glanz, okay, das passt einfach nur perfekt für jede Smoky Eye, nicht dominiert und echt, so wie lange ich könnte über Lippenstifte zählen, ja, weil das ist mein Lieblingsthema. Okay, Rouge, ich nehme aus Palette von Tamtam Beauty, das ist limitierte Edition und das ist Face Palette, ach, die Rouge hier ist wunderschön, aber ich habe jetzt als Mona Rouge für mich auch etwas Ähnliches gefunden. Würde euch auch bald zeigen. Ich habe sehr lang meine Lieblings-Highlighter übrigens nicht benutzt. Das ist Revolution Mini Palette Schokolade. Ich nehme diese Farbe, ich mische das ein bisschen hier zusammen. Das sieht nachher so schön aus. Okay, passt. Passt auch perfekt. Seht ihr? Sehr schön. Auch Rouge aus dieser Palette ist so, so wunderschön, weil sie hat auch leichte Schimmer und kann man sehr gut zum Beispiel heute auch auftragen. Früher, als ich habe diese Palette als Highlighter und Rouge benutzt, ich habe von euch so oft Frage bekommen, was hast du benutzt? Das sieht so schön aus. Ja, das ist immer, immer diese Palette. Ich liebe die immer noch. Mädels, das ist mein fertiger Look. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Danke, liebe Claudia, dass du für mich diese Palette geschickt hast. Ich denke, ohne dich, ich würde die für mich nicht kaufen. Bin immer an dieser Palette in Drogerie vorbeigegangen. Irgendwie, sie hat mich nicht interessiert. Aber jetzt, ich könnte euch nur empfehlen, diese Palette. Wirklich, auch wenn ihr habt sehr viel, aber diese Palette noch habt ihr nicht, ich empfehle trotzdem. Wisst ihr warum? Weil mit dieser Palette, ihr könnt, wie gesagt, eure perfekte Smoky Eye machen, ohne dazu viel Bewegungen machen mit einem Pinsel. Also die ist Pigmentierung, Farbabgabe und durch das diese Duochrom, ja, Variant, es ist so einfach zu arbeiten. Man muss nicht hier, dunkel, hier, hell machen. Diese Palette ist absolut meine neue Favorit. Ich bin so, so begeistert. Und das ist für jeden Geschmack. Und mir gefällt, dass hier gibt es auch matte Lidschatten. Ihr könnt dann für Alltags und für besonderes Einlass eine wunderschöne, einfach, ich wollte nochmal betonen, einfach Make-up-Look kreieren. Okay, Mädels, ich hoffe, dass dieses Video war für euch sehr Inspiration, Motivation, sehr interessant. Wenn ja, dann ich freue mich auf eure Daumen nach oben und natürlich abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich richtig freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Dankeschön fürs Zuschauen. Eure Nathalie.